Oh nee, jetzt hat mal die Deck schon kaputt gemacht. Ach, ist eine Zweitwaage. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wir bauen heute was relativ Einfaches, das kann auch jeder von euch zu Hause nachbauen, denn wir benutzen nicht so viele Maschinen, werde ich euch gleich im Video auch noch ein bisschen erklären. Auf jeden Fall entsteht das Ganze mit Bauhaus, in Kooperation entsteht das Ganze. Ich habe mir auch ein Werkzeug geholt für dieses Video und zwar werden wir heute mal eine Flachbügelfräse nutzen. Das ist speziell interessant, wenn ihr keine Hobelmaschine habt, denn dann könnt ihr damit die Teile sehr, sehr genau miteinander verleimen. Wenn ihr hier solche Platten kauft, sind die gefast. Das ist gut, dann haut man sich hier keinen Splitter rein. Aber in unserem Fall ist es nicht gut, deswegen müssen wir das erste Brett ein bisschen breiter schneiden, damit wir die Phase danach wegschneiden können. Ihr habt jetzt gesehen, dass ich hier ganz viele Streifen geschnitten habe. Zwei Paar kann ich jetzt als zusammenleimen und die anderen zwei Paar noch nicht, denn da müssen wir gleich noch einen Nut schneiden für das Kabel, damit man das nicht sieht. Aber das zeige ich euch dann gleich. Gerade haben wir die Teile, die wir zugeschnitten haben, zusammengeleimt. Die können jetzt erstmal trocknen. Wir bauen heute sowas wie einen Blumenständer mit Ambientelicht. Das seht ihr auch, was ich hier gerade auspacke. Da werden dann drei Pflanzen reinkommen und oben ist dann noch ein schönes Licht. Wenn es dann dunkel wird, wird das so eine schöne Farbe einfach auf die Pflanzen werfen. Und weil da eben Licht rein soll und man die Kabel natürlich nicht sehen soll, da haben wir das ganze Geraffel. Aus dem Grund werden wir hier eine Nut reinschneiden, durch die wir dann später so als Art, wie eine Art Kabelkanal hier dieses Kabel durchlegen werden. Um diese Nut zu schneiden, werden wir jetzt einfach das Brett erstmal grob mittig ansetzen und dann schneiden wir den ersten Schnitt und drehen dann nach jedem zweiten Schnitt das Brett, damit das auch gleichmäßig nach außen breiter wird. Wir haben jetzt einen Kabelkanal. Und da kann man jetzt das Kabel durchlegen, sodass man es nicht sieht. Und hier schneiden wir später eine Gärung ran, damit man auch das Teil verbinden kann. Wir haben hier jetzt so ein bisschen Leimaustritt. Das ist auch gut. Und hier diese ganze Fläche werden wir jetzt erstmal schleifen, um zu schauen, wie gut die ausschaut. Und die Leimfuge hier sieht doch schön aus. Und schon haben wir direkt ein dickes Stück Holz. Hinter der Kamera haben wir gerade mal ausprobiert, ob das funktionieren wird. Und es hat funktioniert. Wir haben jetzt hier als mal eine schöne 45 Grad Phase dran geschnitten. Das machen wir gleich auch bei allen anderen. Bei denen müssen wir jetzt auch noch hier eine 45 Grad Kante dran schneiden. Wir machen den einfach hier an einem Schiebeschlitten. Und das Sägeblatt haben wir hier auf 45 Grad geschwenkt. So machen wir das. Jetzt schauen wir erstmal, ob hier diese ganzen Gärungen fein übereinander liegen. Oh oh, wait a moment. Den Rahmen haben wir jetzt erstmal provisorisch zusammengespannt, um zu schauen, ob das Teil auch vernünftig zusammengesetzt werden kann. Und als nächstes müssen wir uns um die Lichtquelle kümmern. Die soll ja hier oben rein, damit die dann später auf die Pflanzen scheinen kann. Und dafür müssen wir hier oben eine Vertiefung einfräsen. Hier seht ihr jetzt unseren oberen Balken und hier schneide ich gleich mit der Tischkreissäge quasi eine ganz, ganz breite Nut rein. Das mache ich mit der Tischkreissäge, geht schnell und einfach. Und hier kommen zwei Sachen quasi rein. Das erste ist die LED-Streifen, die machen das Licht. Und dann noch einmal Plexiglas, damit man diese LED-Streifen nicht so direkt sieht. Und dass das Licht so ein bisschen wie durch so einen Diffusor weicher gemacht wird. Und das Plexiglas, das schneiden wir dann später zu. Das kommt relativ am Schluss hier erst rein.
noch ein paar Stege übergeblieben. Die werde ich jetzt einfach im Stemmeisen raustrennen. Was haben wir getan? Ganz einfach. Wir haben als erstes an der Tischkreissäge hier das ganze Material weggemacht und danach haben wir hier noch zwei Falze dran geschnitten. Da kommt dann diese Plexiglasplatte drauf. Weil eine Tischkreissäge kann man nicht ganz versenken, deswegen ist hier dieser Ausschnitt ein bisschen tiefer, als er sein müsste. Aber ist das überhaupt kein Problem. Wir müssen jetzt noch eine kleine Aussparung schneiden und die ist hier für unseren kleinen Controller. Der wird hier reinkommen und damit man den einfach platzsparend hier reinbauen kann, werden wir hier noch ein bisschen was wegschneiden. Das machen wir einfach hier mit der Tischkreissäge und mit hier diesem Anschlag, damit wir dann auch genügend Platz für unseren Empfänger und einfach hier diese Controllerbox haben. Nun werden wir mal den Holzrahmen verbinden und da kommt jetzt auch hier diese Flachdübelfräse in den Einsatz. Dadurch, dass das hier eine Stirnholzverbindung ist, also eine reine, reicht die Holzleim alleine nicht aus, das wird nicht lange halten. Aus dem Grund holen wir uns hier diese Flachdübel, die werden wir eben mit dieser Maschine einfräsen. Die kommen dann in diese, das ist quasi eine Nut, und die kommen dann hier so rein. Aber ich würde sagen, ich zeige euch einfach, wie das funktioniert. Hier mache ich mir jetzt eine Markierung drauf, damit ich weiß, wo ich gleich mit der Flachdübelfräse ansetzen muss. Das ist in meinem Fall bei 3,5. Jetzt haben wir hier die Markierung. Und an der Maschine haben wir dann das Gegenstück. Das ist hier einfach so ein roter Faden, so ein roter Strich. Den können wir hier dann passend anlegen und können dann das Teil fräsen. Wir haben jetzt überall hier diese Schlitze reingeschnitten. Und da passen jetzt, wie gesagt, diese Flachdübel rein. Und die helfen uns auch einfach, das Ganze so ein bisschen bündig zu halten, dass wir da keinen Versatz in den einzelnen Teilen haben. Da kommt überall jetzt wirklich gut Holzleim rein. Und falls es später nach der Verleimung ganz, ganz feine Lücken geben sollte, kann man die immer noch so ein bisschen mit Schleifstaub zudrücken, dass man das nicht sieht. Aber eben haben wir schon gesehen, dass das sehr gut zusammen sitzt. Ihr seht jetzt überall diese Schlitze, die wir gefräst haben. Die sind auch alle genau auf der gleichen Stelle. Da werden wir jetzt überall diese Flachdübel, wie gesagt, reinmachen. Und hier seht ihr auch ein bisschen, dass die Schlitze in den Falz reinreichen, ist aber kein Problem, da haben wir genug Platz für. Wir benutzen Japonal Express, deswegen müssen wir hier auch ein bisschen Gas geben. Haben wir den Rahmenspanner, wo ist denn der hin? Dankeschön. Ich gebe jetzt als erstes hier in die Schlitze Holzleim rein, damit der Flachdübel auch schön umschlossen ist vom Holzleim. Dann müssen wir hier auch noch auf die Leimfläche gut Leim geben. Es ist ein neuer Tag. Wir waren gestern aber noch im Bauhaus und haben hier zwei schöne Bonsai-Bäume geholt. Und die sind mich auch für das Projekt später gedacht. Wir haben dann auch gleich nur hier ein paar Körbe geholt, wo dann hier diese Teile drinstehen. Gestern haben wir ja hier dieses Teil fertig gemacht und da hat das Ganze jetzt über Nacht trocknen können. Und hier diese Pflanzen, die werden dann später hier so reinkommen und werden noch von oben dann noch schön beleuchtet. Und eigentlich, uns ist gestern auch noch aufgefallen, dass das ein richtig gutes Do-it-yourself-Projekt ist, weil man eigentlich nicht so viele Maschinen braucht. Mit einer Tischkreissäge kommt ihr schon sehr weit, in diesem Fall. Was bedeutet das? Wir haben das Teil jetzt geschliffen und zuallererst mal zur Form. Wir wollten das Teil am Anfang rechteckig machen und das bedeutet, wir wollten es breiter als hoch machen. Und wir haben es jetzt während dem Bau doch dafür entschieden, es recht, also quadratisch zu machen, weil uns die Form einfach ein bisschen besser gefallen hat. Außerdem haben wir jetzt erstmal den ersten groben Schliff gemacht. Das mache ich mal ganz gerne, um zu sehen, wie die Eckverbindungen geworden sind. Wir haben vier schöne Eckverbindungen. Bei einer war es leider nicht perfekt, aber das hier ist wirklich sehr, sehr gut geworden.
Und so kann man sich erstmal einen Überblick verschaffen, wie ist denn jetzt das Gesamtbild. Das feine Schleifen kommt eh später, denn jetzt, wenn wir das Ding hier noch ein paar Mal hoch und runter heben, werden eh noch ein paar feine Macken reinkommen. Aber so haben wir mit Körnung 80, wir können das auch 60 benutzen, erstmal die Ecken, den Leimüberschuss runtergeschliffen. Wir haben jetzt noch zwei größere Arbeitsgänge vor uns und zu einem braucht das Teil ja natürlich Beine. Wir werden das hier aus diesem Stück Restholz von der Buchenleimholzplatte herstellen. Das werden dann hier zwei Füße sein, die werden wir hier gleich rausschneiden, das seht ihr ja dann. Und außerdem müssen wir noch zwei runde Teller schneiden, wo dann später die Pflanzen auch draufstehen werden. Das sind so die zwei größeren Arbeiten, die wir jetzt noch machen werden. Ich habe gerade mal hinter der Kamera ausprobiert, ob das hinhaut mit den Flachdübeln. Denn diese Teile kann man jetzt so zusammenstecken und die werden dann hier drauf kommen. Das habe ich jetzt als mal gemacht und jetzt zeige ich euch, wie wir das gemacht haben. Zuerst aber noch müssen wir hier... Da ist ja unser Kabelkanal, müssen wir diesen Kabelkanal hier oben auch öffnen. Denn genau hier wird das Stromkabel später durchgeführt. Und da bohren wir jetzt ein Loch rein. Genau hier sehen wir jetzt unseren Kabelkanal. Ey! Hier haben wir die Form von unseren Füßen, die habe ich mir jetzt einfach mal grob angezeichnet und wir wollen diese Schrägen jetzt erstmal alle hintereinander schneiden. Das machen wir hier in der Tischkreissäge mit unserem Schiebetisch. Dafür lege ich mir jetzt einfach ein paar Hölzer unter, damit ich die Stücke Holz hier gleich einfach reinlegen kann. Und das hier schneiden wir jetzt schnell raus. Jetzt schleifen. Jetzt schneiden wir diesen Teil hier raus. Und jetzt fräse ich hier dieses Teil. Das erste Bein haben wir schon festgeleimt. Jetzt können wir zum zweiten kommen. Da habe ich auch schon Holzleim dran gegeben. Das können wir jetzt einfach mal zusammenstecken. Jetzt haben wir nämlich auch eine schöne stabile Holzverbindung als mal wegen dem Flachdübel, weil Stirnholz auf Längsholz hält nicht so ganz gut. Jetzt können wir das hier nämlich mit unserem Rahmen verbinden. Das sieht auch schön aus. Der auch gerade bleibt. Der ist nämlich wichtig. Das Kabel haben wir ja schon durchgelegt und jetzt werden wir uns mal hier um diese kleine Controlling-Box kümmern. Da wird übrigens das Stromkabel angeklemmt. Dann haben wir hier noch zwei Ausgänge bzw. Kabel. Das hier ist der Empfänger. Der ist gleich ganz wichtig. Und hier werden dann gleich diese LED-Stripes einfach angeklemmt. Bei dem Empfänger werden wir jetzt ein Loch durch den Rahmen bohren, denn der hier muss direkten Kontakt mit der Fernbedienung haben. Also das funktioniert nicht, wenn der hinterm Holz ist. Jetzt fragst du dich, warum weißt du das denn? Ganz einfach, ich habe es falsch gemacht und musste damals dann wieder alles auseinanderbauen. Jetzt weiß ich aber, dass genau die da direkten Kontakt brauchen. Und hier kommt jetzt unser Freund durch. Den schieben wir erstmal gleich durch. Später wird er nur so rausgucken. Aber jetzt soll er erstmal ganz durch. Den Strom können wir jetzt auch alles reinmachen. Jetzt fangen wir mal mit dem Licht an. Und ich benutze in diesem Fall hier LED-Streifen. Und die benutze ich aus dem Grund, weil sie einfach zu montieren sind. Und grundsätzlich arbeiten an Strom würde ich eh nicht empfehlen, irgendwie selbst zu machen. Das hier ist alles ein Plug-and-Play-System, deswegen kann man da eigentlich nichts falsch machen. Und das ist auch in dem Fall dann alles okay. So kann man immer auf Nummer sicher gehen, dass man diesen schönen Blumenstand oder was Ähnliches nachbauen kann. Diesen Streifen hier wicke ich jetzt erstmal so ein bisschen ab. Und ich werde ihn jetzt hier langsam dann überall festkleben. Was ich hier nur sagen will ist, schaut, dass ihr die Streifen auch immer bis zum Rand legt. Denn wenn ihr das nicht macht, merkt ihr das halt auch eben, dass es unten drunter ein bisschen ungleichmäßig ausgeleuchtet wird. Das ist mir schon mal bei ein paar anderen Projekten aufgefallen. Ich gebe überall immer noch so ein paar Tropfen Heißkleber drauf, damit der das auch nochmal ein bisschen zusätzlich hält. Denn wir haben hier jetzt auch nicht... Autsch. Ich gebe jetzt einfach an den Schnittkanten noch ein bisschen Heißkleber auf.
Wir werden hier in dieses Loch jetzt ein bisschen Heißkleber reingeben und unseren Empfänger da jetzt reinschieben. Das verhindert halt eben, dass man den aus Versehen dann, wenn das Teil später in der Wohnung steht, zu weit durchschiebt. Oh, ich hatte heute schon Angst gehabt. Als nächstes kommt ja noch eine Plexiglasscheibe rein und die legen wir jetzt erstmal unbearbeitet rein. Denn jetzt wird das nicht so schön aussehen, wenn da was drunter steht, weil das Licht hier echt durchknallt. In dem Fall wäre natürlich Milchglas cool. Und genau das machen wir uns jetzt selbst. Hier haben wir jetzt das geschliffene Plexiglas. Und das macht das Ganze schon direkt weicher und fungiert quasi als Diffusor. Jetzt kann man das noch nicht so genau erkennen, weil wir aufs Licht filmen. Natürlich kann man da dann die Lichtquelle sehen. Aber wo es auffällt, ist später dann bei den Objekten, in dem Fall die Pflanzen, die drunter stehen. Denn die Schatten sind dann auch viel, viel weicher. Eben durch dieses Diffusorglas. Und befestigen werde ich das Ganze schnell mit Heißkleber. Das muss natürlich einigermaßen schnell vonstatten gehen. Was passiert? Warte, warte. Nee, nee. Richtig. Das ist wohl noch nicht kaputt gegangen. Wir haben es jetzt mal provisorisch zusammengestellt und uns gefällt es richtig gut. Also es sieht richtig, richtig edel aus. Und hier kann man jetzt gut erkennen, dass das Licht schön gleichmäßig ist und dass hier unten vor allen Dingen keine krassen Schatten sind. Und jetzt müssen wir hier noch zwei Teller bauen, damit hier diese Körbe nicht so schnell rumfallen. Und das ist jetzt so die letzte Arbeit, bevor wir dann einfach alles noch fein schleifen. Und das Finishen werdet ihr dann auch noch auf jeden Fall sehen. Wir schneiden jetzt zwei Kreise aus. Zwei Schrauben zum Glück. Die Dinger schrauben wir jetzt drauf. Ich schaue noch ungefähr nach dem Abstand. Das passt doch. Jetzt ölen wir das Ganze zu guter Letzt, damit wir einfach die Farbe vom Holz ein bisschen besser rausbekommen. Und eventuell benutze ich ja auch Leinölfirnis. Und da sage ich es immer, da müsst ihr richtig gut aufpassen, dass ihr diese Lappen nicht in den Müll werft, denn die können später anfangen zu brennen. Da ist es wirklich ganz, ganz wichtig. Macht ihr einen Wassereimer oder einfach in eine Tonne, falls es anfängt zu brennen, dass da nichts wirklich kaputt geht. Da müsst ihr wirklich drauf aufpassen. Aber jetzt schmieren wir das Ding erstmal mit ein. Wir haben das Ganze jetzt fertig geölt. Den Überschuss haben wir auch fleißig dann noch abgerieben. Und somit sind wir jetzt fertig mit diesem feinen Projekt. Ich finde, es ist richtig schön geworden. Vor allen Dingen ist hier dieses weiche Licht über den Pflanzen richtig, richtig schick. Und das macht halt auch einfach sehr, sehr viel daher. Hier unten seht ihr auch jetzt die Teller. Die haben wir ja festgeschraubt. Da stehen jetzt auch sicher diese Blumenkörbe drauf. Und die zwei Bonsais machen sich hier auch echt richtig gut drauf. Und das sieht richtig fein aus. Ich muss aber auch ein klein wenig ehrlich sein. Ganz am Anfang wusste ich nicht, ob das hier cool aussehen wird. Denn die Form ist, sagen wir, schon speziell. Aber jetzt gerade, wenn man das Fertige dann hier so in der Werkstatt stehen sieht, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Und ich denke, das ist genau der Punkt, der bei diesen Do-it-yourself-Sachen so cool ist. Ihr habt am Schluss eigentlich immer ein richtig geiles Bauwerk und da kann man sich einfach immer dran erfreuen. Das soll es hier heute gewesen sein. Wie gesagt, das Ganze ist in Zusammenarbeit mit Bauhaus entstanden. Die ganzen Sachen, die ihr hier seht, habe ich aus dem Bauhaus geholt. Und das könnt ihr euch auch nochmal in dem Magazin Passt anschauen. Das findet ihr jetzt im Bauhaus. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Projekt. Ciao.